Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Lang, lang ist es her, dass ich Risen gespielt habe, also 3. Und ja, es wird Zeit, dass wir hier weiter tun. Ja, genau, das habe ich mich auch vergessen, dass hier Gegner sind. Deshalb habe ich mich etwas abseits positioniert gehabt, damit ich nicht gleich eine aufs Goschen kriege. Boah, wer hält das aus, ne? Obwohl, geht er? Wow, nicht ins die Lava fallen. Du, ich brauche glaube ich da Hilfe. Ah, jetzt haben wir. Sehr gut. Und gleich ausrauben. Sehr gut. Ist hier nämlich eine Quest. Wir müssen diese Viecher hier töten. Ja. Ist da unten jemand? Ich glaube, ne? So, die hatte ich schon. Entschuldigung. So, dann waren die doch alle hier heroben. Da ist so einer. Kann ich nicht looten. Das ist aber nicht fein. Und da oben ist einer, jawohl. Sehr gut. Dann schauen wir mal weiter. Um Gottes Willen. Was ist denn das da? Ja, grummel nur herum. Warte, ich speichere mal ganz kurz. So, Spielstande hier daneben tun. Jesus Mutter. Gehört der auch zur Quest? Ich probiere es mal, ob wir sterben werden. Lava-Golem. Oh, schaut machbar aus. Ja? Edward. Erwald. Hilf mit. Gott sei Dank. Immer fest drauf. Jawohl. Gott sei Dank ist hier eine Wand. Jetzt können wir schön an die Wand drücken, diesen Lava-Golem. Ja, ich auch. Edward. Ah. So. Heldenkraut. Ein Rubin haben wir bekommen. Sehr gut. Dahin grummelt was. Eine Truhe, die machen wir auch gleich auf, weil wir es können. Und drinnen haben wir Goldklet, unsere nächsten dritten Zähne und einen Bauplan für Karfunkelstein. Aha. Alle Anweisungen und Zutaten zum Herstellen eines Karfunkelsteins. Ja, das kann dann was? Kristallmagie erhöhen, Astralsicht erhöhen. Ein Blitz hat Kristall und Gold miteinander verschmolzen. Sachen gibt's. Gut. Das hört sich echt ein bisschen ungut an. So. Da hätten wir auch noch was. Gravierter Kerzenständer. Ah, da haben wir was gefunden. Ich glaube ein Schatzele, oder? Also das Eck hier zahlt sich ja schon mal volle Hütten aus. Ist das ein Bett? Verstehst, sonst, wenn du mal eine Schlafmöglichkeit brauchst, ist nirgendwo was. Und dann auf einmal steht mitten in der Wildnis ein Bett. Naja. Gut. Ja. Eine Ratte. Dahinter sind irgendwo, ist irgendwo ein Getier. Irgendwo Viecher. Wie komme ich denn da hin? Da hoch? Die will ich ja auch klatschen. Aha. Da haben wir es schon. Kein Ende mit den Biestern. Ja, da haben sie recht. Die Schwarze wohl auch noch. Und Edward steckt fest, ne? Edward, ja, war schon. Wow. Alter. Kommt das Gefiech her? Edward? Aha, wir stecken alle fest. Gut. Gut zu wissen. Geh weg. Hallo? Ja, so wollte ich das jetzt nicht haben. Jetzt komme ich an ihm vorbei auch nicht. Okay. Wie kommen wir jetzt zu denen hin? Muss ich hier rundherum? Irgendwie? Er kommt mit, das ist gut. Schauen wir halt einmal, ne? Zurück. Bäh. Ruck. Ja, okay, das war sehr elegant.
Schwarze Gule, ja, es sollte im Prinzip kein Problem sein. Ich muss mal was essen, sehe ich gerade. So, sind wir gleich wieder genesen. Dann müssen wir hier hoch. Das passt dann besser. Dann tun wir das Ganze nochmal speichern. Ja, bitteschön. Und dann probieren wir unser Glück, ne? Einzeln werde ich wahrscheinlich nicht anlocken können. Noch so ein Schattenbiest. Wow. Okay. Zack. 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 Cool. Ich glaube, wir haben sogar mehr Glück als Verstand. Wie immer halt. Endlich hat der Kampf ein Ende. Ja. Ist das doch zu laut? Das Ganze? Ich glaube, es ist eine Spur zu laut, ne? Egal. Aufgepasst. So. Bam. Zack. 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 Gut, das war ein Schuss in den Ofen. Au. Bam. Jawohl. Na? Nicht das Gürteltier wollte ich. Ja, ja, ja. Das Gürteltier, das tut mir jetzt leid. Danke für dein Fleisch. Ich halte es in Ehren. Ja. Eine Geisterblumen, da hinten grummelt schon wieder was. So, Feuervögel, ne? Ja, warte, speichern. Weil die Gule so gut gegangen sind. Ja. Dann gucken wir mal, ne? Grüß Gott, die Herrschaften. Ah, Scavenger, hoppala, ich brauche einen Feuervogel. Ein Scavenger. Ja. Au, au, ouch, ouch. Ah, auf die Gosch. Mist nicht. So. Sehr gut. Ich glaube, es ist ein bisschen zu laut, ne? Warte mal ein Stückele. Ein ganz kleines Momentel. Nur kurz pausieren hier. Und zwar würde ich sagen so. Probieren wir es mal so. 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 Entschuldige die Störung. Also ihr, ne? Entschuldigt vielmals. Also gut. Ich glaube, jetzt ist es besser mit dem Kampfgeräusch. Das Schreiwerk ist doch etwas zu laut. Ja, ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Schön hier unterglüpschte, ob es da was geben tut. Apfel, zwei Stückele. Alles für unser Provianti. Was ist das? Spitzhacke. Haben wir eigentlich genug? Aha. Aha. Eine Mine mit Untot. Hervorragend. Achso. Aufgepasst! Wo? Hier. Lux. Okay. Also wie Lux schaut der jetzt auch nicht aus. Und Lux nicht normalerweise. Na, geht schon. Ja, Herrschaftszeiten. Oder so. Schauen Lux nicht nochmal anders aus? Aber wahrscheinlich andere Inseln, andere Viecher, ne? Wahrscheinlich haben sie sich das so gedacht. Zusammen sind wir stark. Ah, da sind noch so eine Kobolde. Wir haben wahrscheinlich gerade seine Haustierchen erledigt. Du sollst auf den hauen, bitte. So, diese Viecher sind eine Plage. Aufgepasst! Ja, das kannst laut sagen. Was, wo, was, wer? Da ist noch einer. Da muss irgendwo ein Nest sein. Die Gegend fliegt. Oh, weh. Blutwurzel. Sehr schön. So, ich glaube, dass du mal wieder speichern, weil wir es können. Da. Ja, bitte. So. Ne? Und weiter. Hier haben wir noch eine Schädelblüte. Ist da hinten. Aha, eine Mühle. Ich habe jetzt zuerst gedacht, ich höre hier ein Teleporter, da war das die Mühle. Aber wer weiß, schauen wir uns da mal ein Stückchen um. Vielleicht finden wir doch noch einen. Schlecht wäre es ja nicht. Waren wir hier schon mal? Ich glaube nicht. Mira. Servus. Hallo, starker Mann. Ja. Was führt einen gut aussehenden Burschen wie dich in solch eine öde Gegend? Lass mich raten. Du bist auf der Suche nach Abenteuern, Schätzen und gefährlichen Monstern? Ungefähr.
Nur die größten Monster sind für mich gerade groß genug. Willst du etwas Bestimmtes? Ja? Willst du etwas Bestimmtes? Was soll das denn heißen? Darf ich nicht mal mehr höflich sein? Wenn wir doch nur in einer anderen Zeit, an einem anderen Ort leben würden. Klingt, als hättest du ein Problem. Eine Sache noch. Kannst du mir was beibringen? Klingt, als hättest du ein Problem. Klingt, als hättest du ein Problem. Ich habe kein Problem. Ernesto hat ein Problem. Ihm wurde sein wertvollster Besitz gestohlen. Sein gravierter Kerzenständer. Ah, den haben wir gefunden. Er befindet sich schon lange in seinem Familienbesitz. Ja. Er kann dir darüber sicher mehr erzählen. Bitte. Ich weiß, wir haben Wichtigeres zu tun. Aber um einer schönen Frau zu helfen, ist mein immer Gott. Zeit. Aha. Da haben wir schon unser Schmalzlöckchen, ne? Eine Sache noch. Eine Sache noch. Bist du hier die Magd? Bist du hier die Magd? Da hast du völlig recht, mein Hübscher. Ich bin Mira. Ich kümmere mich hier um das Essen, putze das Haus. Ich achte darauf, dass hier nicht alles vergammelt. Ohne mich wären hier doch alle aufgeschmissen. Natürlich. Jeder Mann braucht eine starke Frau. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Kommt drauf an. Silberzunge lernen. Silberzunge. Worte können wirksamer sein als die schärfste Klinge. Das Talent Silberzunge steigt um plus 10 pro Stufe. List und Einfluss, ich glaube, das müsste man haben. Silberzunge zu können und zu haben, wäre echt nicht schlecht. Wie kann ich Leute in Danke. Gesprächen von meiner Meinung überzeugen? Ja. Da hast du dir aber ein schwieriges Thema ausgesucht. Wenn du es schaffst, dass dein Gegenüber glaubt, deine Idee wäre seine eigene, dann hast du geschafft, was du willst. Am besten erreichst du das durch gezielte Fragestellungen. Stelle deine Frage so, dass dein Gegenüber nur eine Wahl hat, diese Frage zu beantworten. Dann glaubt er, er wäre selbst auf die Antwort gekommen. Aha. Das ist sicher nicht so schlecht bei so manchen Chefitäten, oder? Ja, bevor wieder ein Blödsinn passiert, ne, ist manchmal ganz manchmal der Angestellte und Arbeiter ein bisschen klüger als der Chef. Da wäre so ein Talent nicht schlecht, ne, zu haben. Gut, um die Firma zu retten, selbstverständlich, und den eigenen Arbeitsplatz. Noch mehr Silberzunge? Ich bin noch nicht gut genug. Ja, das dachte ich mir schon. Irgendwas fehlt, wahrscheinlich Geld. Ich danke dir. Aber jetzt haben wir die Dame eh schon mal auf dem Schirm und beim nächsten Mal wird schon, wenn wir das dann schon können, irgendwie. So, Nikodium, grüß dich. Hey, dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin... Naja, ich weiß schon. Du bist derjenige, dessen Boot am Horizont zu sehen ist, oder? Du bist wohl ein ganz Schlauer. Hab ich's mir doch gleich gedacht. Was machst du hier auf dem Hof? Ich suche Arbeit. Kennst du diesen Kerzenständer? Was machst du hier auf dem Hof? Was machst du hier auf dem Hof? Ich bin der Knecht von Ernesto. Ich bin für die Mühle und alle anderen körperlichen Arbeiten hier zuständig. Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Ich hab nichts für dich. Aber sprich doch mal mit Ernesto. Ja. Ich glaub allerdings nicht, dass er sich noch einen Knecht leisten kann. Andererseits... Ich habe vielleicht doch Arbeit für dich. Ja, wie jetzt? Was hast du für mich zu tun? Was hast du für mich zu tun? Irgendjemand hat vom Hofherrn Ernesto einen wertvollen, handgravierten Kerzenständer gestohlen. Und alle verdächtigen jetzt mich. Okay. Ich habe ihn aber nicht. Ja, ich weiß auch, wo er ist. Wieso glauben alle, dass du den geklaut hast? Wieso sollte ich dir glauben? Na, das Ohre. Wieso glauben alle, dass du ihn geklaut hast? Ich gebe zu, es sieht auch sehr danach aus, als hätte ich ihn geklaut. In der Nacht, als der Kerzenständer verschwunden ist, habe ich ein Geräusch gehört. Also bin ich zu dem kleinen Vordach vors Haus gegangen, um nachzusehen. Aber ich konnte nichts finden. Gerade als ich wieder hineingehen wollte, hat Mira die Magd mich gesehen. Tja, und darum glauben alle, ich hätte ihn geklaut und nachts irgendwo vergraben. Kennst du diesen Kerzenständer? Kennst du diesen Kerzenständer? Ja, das ist Ernestos wertvoller Kerzenständer. Gehe am besten sofort zu Ernesto und gib ihm den Kerzenständer. Sag ihm, wo du ihn gefunden hast. Jawohl. Und zwar nicht bei dir. Das kann ich bezeugen. Ein Schluck Wasser würde uns, glaube ich, gut tun mal. Wir schauen eh etwas durstig aus. Ja, genau. Runter damit. Prost. So, das Apfel werde ich jetzt nicht stibitzen, weil sonst kriege ich vielleicht die Hucke voll.
die Aussicht bewundern. Tatsächlich, man sieht wirklich unser Schiff sehr gut. Oh, perfekt. Sollen die Leute nur wissen, dass wir da sind. Ne? Servus Ernesto, da haben wir den Krautschädel. Ja, sonst ist wahrscheinlich keiner hier. Hier drin vielleicht noch jemand, grüß Gott. Nein, dann gehen wir wieder lieber raus, bevor sie sich ärgern, die Herrschaften. Servus. Wenn du Arbeit suchst, muss ich dich enttäuschen. No. Ich habe kein Gold, um noch jemanden zu bezahlen. Das geht einmal überhaupt nicht. Außer du willst umsonst arbeiten. So deppert bin ich auch nicht. Ich brauche kein Gold. Vergiss es. Ich brauche kein Gold. Für die Erfahrung allein. Die Erfahrung ist uns Gold genug. Ne? Ich brauche kein Gold. Ich habe auch nichts anderes, was ich dir geben kann. Es ist sowieso egal. Wir haben gar nicht genug zu tun für noch einen Knecht. Du bist hier der Chef? Du bist hier der Chef? Gut erkannt. Der Hof gehört mir. Aber wenn das so weitergeht, ich überlege ernsthaft, ob ich diesen verfluchten Hof nicht einfach verlasse. Okay, das geht doch mal überhaupt nicht. Wo drückt denn der Schuh? Klingt, als gibt es hier Probleme. Wir haben eine Menge Probleme. Die Schatten und diese komischen Höhlen, von denen man überall hört. Und alles hat angefangen, nachdem mir mein Kerzenständer gestohlen wurde. Ach so, ein Zufall, ha? Was erzählst du da? Dein Kerzenständer ist schuld daran? Echt? Dein Kerzenständer ist schuld daran? Ich weiß, wie das klingt, aber ich bin mir sicher. Diesen Kerzenständer hat der Vater meines Großvaters damals von einer Reise mitgebracht. Aha. Mein Vater hat unser Familienwappen in ihn hineingraviert. Er war aus purem Gold. Er sagte immer, solange wir diesen Kerzenständer haben, kann uns nichts passieren. Schau. Und ich habe ihn mir stehlen lassen. Okay. Kurz darauf ist hier die Hölle losgebrochen. Ich finde deinen Kerzenständer. Ich finde deinen Kerzenständer. Das ist wirklich nett von dir. Am besten fängst du deine Suche bei meinen Leuten hier an. Befrag sie einfach mal. Vielleicht erzählen sie dir mehr als mir. Werde ich tun. Wenn du ihn tatsächlich findest, werde ich dich natürlich angemessen entlohnen. Dann hört dieser Spuk mit den Schatten hoffentlich bald auf. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ja. Vor allem glaube ich nicht, dass uns was geben kann, weil er doch gesagt, er hat nichts. Auf jeden Fall, ich habe da was für dich. Ich habe deinen Kerzenständer gefunden. Ist das dein Ernst? Ja. Zeig her. Er ist es tatsächlich. Vielen Dank. Aber sag mir, wer hatte ihn? Ein paar Kobolde hatten ihn geklaut. Das ist gut zu hören. Ich habe meinen Knecht Nikodim wohl umsonst verdächtigt. Dann kann ich ihm doch meinen Hof vermachen. Danke nochmal. Hier hast du eine Belohnung für deine Mühen. Hast du den Kobolden denn auch ordentlich in den Arsch getreten? Die Kobolde werden dir keine Sorgen mehr machen. Die Kobolde werden dir keine Sorgen mehr machen. Wunderbar, du bist ja richtig zu was zu gebrauchen, Junge. Hier hast du noch eine Belohnung dafür. Danke. Schau. Jo, das hat sich ja voll rendiert eigentlich, ne? Dann gehen wir noch zu ihm, der gerade sich scheinbar wieder auf die Hand geschlagen hat. Danke, dass du Ernesto seinen Kerzenständer zurückgebracht hast. Du hast mir damit wirklich meinen Arsch gerettet. Hier hast du eine kleine Anerkennung von mir, für deine gute Tat. Boah, danke. Die schmeißen gleich um mit Geld. Das könnte öfter so sein. Fisch, da haben wir zwei Herrschaften glücklich gemacht. Das freut mich. Du verdammter Arsch! Was? Wegen dir bekommt jetzt Nikodim den Hof vermacht. Dieser verdammte Versager. Jetzt wird hier alles den Bach runtergehen. Dankeschön. Was? Ach so, eine typische Frau. Genau, stimmt ja. Habe ich vergessen. Wie konnte ich nur? Das war ein typischer Frauenanfall. Ja, genau. Immer grantig. So. Dann wollte ich hier noch schnell schauen, ob es da irgendwas gibt für uns. Hier drinnen. Eine Kiste auf jeden Fall. Die ist leer. Wie kann die bitte leer sein? Das kann man doch gar nicht wahrhaben wollen. Unglaublich. Es tut sie mir fast leid, die Dame. Aber ich weiß nicht. Ich finde, der ist so ein charmanter Kerl, der Bursch, der wird es schon machen.
Sie ist ein bisschen schroff als Bayerin. Die kann sicher diesen Truthähnen mit einem gezielten Schwung den Kopf abreißen. Und sie hat bestimmt Haare auf den Zehen. Ist immer lästig beim Zähneputzen sowas. So. Da, 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 da. Irgendjemand ist da vorbeigegangen und hat es nur so ausgeschaut. Mit dem wollte ich eigentlich noch quatschen, aber ich glaube, da habe ich mich verguckt. Hat ein bisschen ausgeschaut wie ein Dämonenjäger, aber ich glaube, da habe ich mich vertan. Egal. So, auf jeden Fall ist hier mal kein Teleporter. Huch, verdrückt, Entschuldigung. Ich wollte speichern, weil wir so brav waren hier jetzt und schön abkassiert haben. Ja, ja. Ah, jetzt speichert automatisch. Was haben wir denn da? Ach so, nur was Beleuchtetes. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Ich glaube, das ist ein Ende. Da hinten ist was Verdächtiges. Ich glaube, aha, das sind schon mal Scavengers. 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 Bam. Zack. Gib her dein Fleisch. Händel. Ich muss aufpassen. Nicht runter schmeißen. Edward. Nicht runterschmeißen. Hast du gar nichts dazu zu sagen? Nein? Hast du aus deinen Fehler gelernt? Schaut nicht aus. Gut. Hätte man das auch geklärt. So. Gut. Dann hätten wir hier noch einen Scavenger. Zack. Oh, lecker. Oh. Zack. Zack. Oh. Na, jetzt haben wir. Au. Einer ist immer der Stärkere. So ist das nun. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Na, na. Was ist denn da jetzt? Wo kommt der jetzt her? Eine Rüstenraunz. Ich bin beeindruckt. Das freut mich. Nichts gemacht, aber jo, danke. Gut, wo sind wir denn hier? Noch ein Scavenger. Dann nehmen wir auch gleich mit. Jo, du brauchst dich gar nicht mehr dein Gefieder putzen. Au. Ich wollte jetzt eigentlich elegant herumlaufen, dass er mir nicht wieder irgendwie runterfällt. Ich bin beeindruckt. Hoppala, Entschuldigung. Mit dir wollte ich gar nicht drehen. So. Ich bin beeindruckt. Nice. Ah, beim Fischerdorf. Da haben wir jetzt eine schöne Runde gemacht. Was bist du? Achso, Gürtel dir. Es tut mir leid, ich habe deinen Freund unabsichtlich vorhin einen Kopf kürzer gemacht. Das wollte ich nicht. Wer haust denn hier? Niemand mehr, wie es ausschaut. Schwerer Goldsack. Käse. Ja. Der Schimmel da drauf, das ist noch gut. Was ist hier? Rum? Wir reden nicht mehr auf alle Fälle mit. Aha. Ich würde sagen, sollen wir pennen? Ach, zahlt sich gar nicht aus. So verletzt sind wir zum Glück nicht. Aber den einen Scavenger will ich mir noch holen. Ich hoffe, der ist noch da. Ich... Aha. Achso, ich dachte, da wäre ein Viech. Da war das ein Felsen oder ein Baumstumpf. Felsen, glaube ich, eher. Das da. Das dachte ich schon, das wäre so ein Katzi. Ein Katzi-Tatzi. So, jetzt haben wir da eine schöne Runde gemacht, finde ich. Jetzt muss ich nur schauen, da hinten, dass ich noch zum Scavenger hinkomme. Das Fleisch möchte ich nicht zurücklassen. Der müsste hier irgendwo runtergestürzt sein, glaube ich. Oder war das weiter vorn? Ah, da ist er. Da liegt er ja. Ganz wunderbar liegt er da. Der Scavenger. Sehr schön. So. Gut. Jo, dann ist hier...
der Eingang vom Kloster, glaube ich, wieder, ne? Warte mal, ich muss mal kurz klubschen. Aber speichern könnte ich auch. Stimmt, eine gute Idee. Bevor mir wieder Blödsinn passiert. So, was muss ich denn jetzt machen? Wir haben da Quests. Eisen wird mit Eisen geschärft. Wilson, der Schmied, schickt bla bla. Stieg legt Eisen in Norden, er kann aber leider nicht zurück. Karte, bla bla. Wilson? Ah ja, ja, ist ja hier, stimmt. Passt schon. Ich habe mich gerade erinnert. Auf der Karte markieren, bitteschön. Ist das jetzt zufällig? Da. Ist da das Questziel? Aha. Da ist der Hof. Ich dachte nämlich schon hier rein, ne? Oh, da ist es da unten. Yvette. Aha. Okay. Wie komme ich da hin? Da ist nämlich keine Höhle, glaube ich, ne? Das hier ist nur so... Ich bohre mich jetzt einfach mal, weil ich es kann. Okay. Und... Der ist jetzt hier? Irgendwo? Also Yvette. Ach so, Fragen einmal, ne? Hast du eine Ahnung, wo Alvito, der Schmiedlehrling, sein könnte? Okay, hast du eine Ahnung, wo Alvito, der Schmiedelehrling, sein könnte? Alvito? Junger Bursche. Gehört zu den Dämonenjägern. Und geht diesem Wilson zur Hand. Genau. Den kenne ich nicht. Was? Du hast doch gerade... Tja, denkst du, du kriegst bei mir was umsonst? Alter. 30 Goldmünzen raus mit der Sprache. Hier hast du 40 und jetzt red schon. Ah, na, du hast mit 30 Goldmünzen bekommen. Raus mit der Sprache. 40 und du kriegst was. Ich habe keine Zeit für deine Spielchen. Geh mal ihre Hand. Hier hast du 40 Goldmünzen. Jetzt red schon. Siehst du? Das war doch gar nicht so schwer. Alvito sagte mir, dass er zur alten Eisenmine nordöstlich von hier aufbricht. Du kannst sie nicht verfehlen. Geh einfach die Anhöhe nördlich der Taverne entlang. Danke. Normalerweise, also manche Frauen brauchen sich echt nicht wundern, wenn sie mal ein paar hinter die Löffel kriegen, ne? Wie geht's dir? Danke, dass du mich befreit hast. Ich stehe in deiner Schuld. Passt, ihr geht's gut. Das freut mir. So, wir müssen jetzt falsche Richtung, habe ich gewählt. Darüber. Glaube ich. Warte, Karte. Hä? Wie war das? Hinter der Taverne hoch. Auf der Karte kann ich sehen, was ich zu tun habe. Fluch der Liebe. Vom Friedhof gestohlen. Bla bla. Das Schmuckstück zurück ins Grab zu legen. Ach so, das können wir auf, das ist auf dem Weg eigentlich, ne? Mehr oder weniger. Das ist, wo war der Friedhof? Small. War der nicht da irgendwo? Da. Das schaut ja nach einem Friedhof aus, ne? Das ist quasi ein bisschen auf dem Weg, oder? Können wir theoretisch vorbeibringen, ne? Ne, Sonne? Hä? Achso, Porter, genau, der Questgeber. Dann renne ich mal dorthin, weil dann habe ich das auch schon mal erledigt. Kann ich hier runterhüpfen, ohne dass ich sterbe? Ja, das geht. Dann haben wir das auch erledigt, das Zurückbringen. Das habe ich vergessen gehabt letztes Mal, oder es ist nicht ausgegangen, egal. Und dann werden wir das mit der Mine auch machen. Jau. So. Und dann ist der Part auch schon zu Ende, ne? Ich hoffe, dass sich das mit dem Friedhof noch ausgeht. Ich dachte, das hätte ich erledigt. Aber ich glaube, ich habe nur das Amulett geholt, aber nicht mehr zurückgebracht, ne? So, jetzt ist die Frage. Wo gehört das hin?
Oder bin ich da jetzt verkehrt? Hä? Ich dachte, ich muss das zurückgeben. Logbuch. Porter, wertvoll Schmuckstück, Friedhof gestohlen, Angebete wird geschenkt. Dadurch wurden die Geister der Besitzer Hanna in ihrer Ruhe gestört. Porter bat mich, das Schmuckstück zurück ins Grab zu legen. Ins Grab zurücklegen. Das heißt, da muss ein Loch irgendwo sein. Oder wie? Oder was? Und wo? Oder geht das nur bei Nacht? Wenn der Geist da ist. Das könnte auch sein. Das könnte auch sein. Dann muss ich ein bisschen warten. Oh, das sind Schergen. Was mache ich da? Abstand halten, bitte. So, dann machen wir das später, ne? Dann, will ich das hier noch weiter, ne? Auf der Karten. So. Hier, was haben wir da? Auftraggeber. Okay. Da ist wieder hier. Eisen wird mit Eisen geschärft. Nördlich der Taverne, hat sie gesagt. Nördlich der Taverne. Die Taverne rauf, ne? So war das. Kann ich nochmal reden? Gold und Diamanten. Das schmückt eine Frau. Gute Nacht. So, also bei der Taverne wären wir hier. An der Taverne vorbei, nördlich rauf. Dann schauen wir mal. Ich kann mir nur vorstellen, dass das hier gemeint ist, die Höhle da. Wo wir vorhin durchgelaufen sind. Ich werde es auch gleich mal dort probieren. Ich weiß, da sind ein paar untot gewesen. Aber wir haben eh ein bisschen was zum Saufen. Also theoretisch müsste es funktionieren. Theoretisch aber nur. Ich meine, durchschauen müssen wir sowieso. Die Höhle. Also die Mine in dem Fall. Mal schauen, ob wir richtig sind. Und es gibt immerhin Erfahrungspunkte. Also allein schon dafür zahlt sich das Ganze aus. Aber erst im nächsten Part. Ja, ich glaube, das werden wir alles kochen. Das mache ich dann nebenbei. Und dann sehen wir uns beim Mineneingang wieder, glaube ich. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.